Wir sind zur Zusammenarbeit geboren. Das wusste bereits Marc Aurel, ein Philosoph und römischer Kaiser, bereits im 2. Jahrhundert nach Christus. Wir wollen das heute hier nicht in Frage stellen. Wir wollen diskutieren, warum denn Kooperation so wichtig ist, gerade auch in der Selbsthilfe und gerade wenn es darum geht, gemeinsame Anliegen nach außen zu vertreten. Mein Name ist Gudrun Braunecker-Kallinger und ich freue mich, dass Sie sich ins Video hineingeklickt haben. Ich leite die österreichische Kompetenz- und Servicestelle für Selbsthilfe. Diese ist beauftragt, bundesweite Selbsthilfeorganisationen in ihrer Arbeit zu unterstützen und Patientenbeteiligung in Österreich zu fördern. Da wir heuer unsere Fachtagung unter dem Titel Schritt für Schritt zu mehr Beteiligung, Erfolgsfaktoren von Selbsthilfe und wie kollektive Patientenbeteiligung gelingen kann, aus bekannten Gründen nicht stattfinden konnte, werden wir die dort geplanten Themen mit den Referentinnen und Referenten in kleinen Diskussionsrunden besprechen und Ihnen diese nach und nach in solchen Videos zur Verfügung stellen. In diesem Video widmen wir also uns den Fragen, warum ist denn Kooperation in der Selbsthilfe wichtig? Wie kann Kooperation gut funktionieren? Welche Herausforderungen gibt es dabei zu beachten? Aber auch welche Chancen entstehen durch gute Kooperationen? Ich bin hier nicht alleine, ich habe auch Diskutantinnen bei mir. Meine Gäste werden von ihren Erfahrungen berichten und Ihnen auch Tipps zur Umsetzung geben. Ich freue mich daher sehr, meine Gäste begrüßen zu dürfen. Frau Doktorin Gabriele Sprengseis, sie ist Geschäftsführerin vom Österreichischen Behindertenrat. Und Herrn Privatdozent Diplom-Ingenieur Dr. Thomas Kroneis. Er vertritt als Vorstandsmitglied heute die ProRare Austria. Herzlich willkommen und danke, dass Sie da sind und sich die Zeit nehmen. Ich darf Sie nun bitten, sich kurz selbst vorzustellen. Vielleicht, Frau Sprengseis, beginnen Sie. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Gabriele Sprengseis. Ich bin die Geschäftsführerin vom Österreichischen Behindertenrat. Der Österreichische Behindertenrat ist die Dachorganisation aller Behindertenverbände, Organisationen, Vereinen für Menschen mit Behinderungen in Österreich. Den Österreichischen Behindertenrat, den gibt es eigentlich schon ganz, ganz lange. Früher hieß er Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation. Da stand die medizinische Sichtweise sehr im Vordergrund. Nicht zuletzt aufgrund der UN-Behindertenrechtskonvention heißen wir jetzt Österreichischer Behindertenrat und wir machen Behindertenpolitik in Österreich. Herr Kroneis, darf ich Sie bitten, meine kurze Vorstellung Ihrer Person und Organisation? Ja, vielen Dank zunächst einmal für die Einladung. Ich kann mich nur meiner Vorrednerin anschließen. Eine spannende Thematik. Mein Name ist Thomas Kroneis. Ich selbst bin Vater eines Sohnes, der mit einer schweren Fehlbildung auf die Welt gekommen ist. Und so bin ich an und für sich zur Selbsthilfe gekommen und später dann auch zu ProRare, einem gemeinnützigen, österreichweit tätigen Verein, der sich als Dachverband für Selbsthilfegruppen und Patientenorganisationen mit seltenen Erkrankungen versteht. Vielen Dank. Frau Sprengseis, Sie haben einen kurzen Input für uns vorbereitet. Darf ich Sie gleich um diesen Input bitten? Ja, gerne. Ja, der Österreichische Behindertenrat, wie vorhin schon erwähnt, ist die Dachorganisation der Behindertenverbände und auch Selbsthilfegruppen in Österreich. Derzeit haben wir 83 Mitglieder. Bei uns sind auch viele Dachverbände Mitglieder. Und die Mitglieder der Mitglieder sozusagen sind über 400.000, aber wir vertreten die Interessen von allen Menschen mit Behinderungen in Österreich. Behinderung ist ein sehr, sehr weiter Begriff, also auch Menschen mit chronischen Erkrankungen. Und da gibt es 15-20%, also circa 1,4 Millionen Menschen, zählen zu den Menschen mit Behinderungen in Österreich. Wir setzen uns in Österreich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein und vernetzen uns auch international
über das European Disability Forum. Das ist die europäische Dachorganisation für Menschen mit Behinderungen, die in Brüssel aktiv ist. Wir haben ein gewähltes Präsidium mit 12 Mitgliedern. Derzeit ist der Präsident Herbert Bichler. Und im Vorstand vom Österreichischen Behindertenrat sind alle Mitglieder vertreten mit einem Stimmrecht. Und das ist ein bisschen anders als in anderen Vereinen. Und wir haben einige beratende Mitglieder. Das ist für unsere politische Arbeit sehr wichtig. So sind alle Behindertensprecherinnen aller Parteien im Parlament bei uns mit dabei. Derzeit sind die Behindertensprecherinnen lauter Frauen. Und auch die Behindertenanwaltschaft über den Behindertenanwalt. Ja, und wir haben eine kleine Geschäftsstelle, wo ich die Geschäftsführerin bin. Wir sind eine Handvoll Juristen, Juristinnen, Sozialpolitiker, Politikerinnen und wir bereiten die Geschichten behindertenpolitischen Agenten vor. Und die Politik im eigentlichen Sinn macht das Präsidium. Unser Rahmen sind die österreichische Bundesverfassung, die schon im Artikel 7 Absatz 1 ist, das schreibt, alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich. Das ist ganz wichtig, quasi, wenn man ein Mensch mit Behinderung, ein Mensch mit einer Erkrankung ist, dass man diese Rechte hat, unabhängig davon, Geschlecht, Stand, Klasse und so weiter. Dann ganz wichtig ist auch noch seit 2006 das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz. Hier ist das Diskriminierungsverbot von Menschen mit Behinderungen und auch ihren Angehörigen festgeschrieben. Und ganz, ganz wichtig ist die UN. UN steht für Vereinte Nationen, BRK, das ist die Behindertenrechtskonvention. Die ist seit dem Jahr 2008 in Kraft und regelt die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Hier kam es tatsächlich zu einem Paradigmenwechsel. Seit die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft ist, von fast allen Ländern auf dieser Welt ratifiziert. Menschen mit Behinderungen ist eine sehr vielfältige Gruppe von Menschen. Man definiert in der Behindertenrechtskonvention Menschen mit Behinderungen als jene Menschen, die langfristige körperliche, psychische, intellektuelle oder Sinnesbeeinträchtigungen haben. Oder auch chronische Erkrankungen fallen darunter. Und man geht von einem sozialen Modell aus von Behinderung. Das bedeutet, dass nicht die Behinderung im Zentrum ist, sondern dass die Barrieren, die die Gesellschaft hat, quasi im Zentrum stehen. Und Behinderung ist nicht ein persönliches Problem, sondern wir als Gesellschaft haben die Aufgabe, die Barrieren abzubauen, so damit alle Menschen die gleiche Teilhabemöglichkeit an unserer Gesellschaft haben. Es geht also um den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten. Und das ist ganz zentral, das sind überhaupt die Menschenrechte. Es geht um die Würde jedes einzelnen Menschen. Und das herzustellen ist sozusagen in Gesetzestexten, in Verordnungen und so weiter unsere Aufgabe im Österreichischen Behindertenrat, darauf hinzuwirken. Also das ist eine sehr gesetzeslastige Arbeit. Ja, was bedeutet da Kooperation bei uns intern? Kooperation ist ja, wie schon am Anfang erwähnt, eines der wichtigsten Dinge, die Menschen miteinander tun. Bei uns im Behindertenrat ist die Herausforderung schon eine große, weil unterschiedliche Barrieren bzw. unterschiedliche Behinderungen natürlich unterschiedliche Interessenslagen haben. Und ja, das muss man sozusagen unter einem Hut bringen und hier die gemeinsamen Ziele herausarbeiten. Vielleicht erzähle ich das an einem Beispiel, da steht NAP, das ist die Abkürzung für Nationaler Aktionsplan für Menschen mit Behinderungen. Da haben wir einen seit 2008 quasi, 10 Jahre, der jetzt ausläuft und der nächste Nationale Aktionsplan für Menschen mit Behinderungen in Österreich wird erarbeitet. Eigentlich ist das Aufgabe der Ministerien und wir versuchen zu allen Themen, die Menschen mit Behinderung betreffen, aber das sind praktisch alle unsere Positionen für die nächsten 10 Jahre, das heißt Ziele, Maßnahmen
und auch Indikatoren vorzuschlagen als Grundlage für die Verabschiedung von dem Nationalen Aktionsplan für Menschen mit Behinderungen. Und für diese Arbeit haben wir natürlich schon vor 2 Jahren angefangen, Arbeitsgruppen intern zu bilden. Es sind eben die ganz großen Themen wie die Thema Bildung, Thema Arbeit, Thema Gesundheit, aber auch Freizeit und so weiter. Und da sind von unseren Mitgliedern über 300 Menschen aktiv in den 20 Arbeitsgruppen. Und wir vergemeinschaften hier quasi die Vorstellungen, Ideen, Ziele, die wir zu diesen Themen haben. Das ist sozusagen eine Art der Kooperation, wie sie in der Praxis stattfindet. Und man einigt ist vielleicht über die Diskussion, kommt man zu einer gemeinsamen Position. Ja. Ganz wichtig ist, dass es tatsächlich eine gemeinsame Position ist, weil Entscheidungen, die dann fallen, in einer Gruppe von allen mitgetragen werden sollen. Waren das vielleicht am Anfang gar nicht so einfach erscheint im Laufe der Zeit, ist es so. Und nur dann, wenn wir tatsächlich eine gemeinsame Zielrichtung haben, können wir auch tatsächlich Gesetzesvorhaben und Veränderungen durchbringen. Alles andere, wo so Mehrheitsentscheidungen, knappe Entscheidungen, dann ist es sehr, sehr schwierig. Eine Herausforderung bei der Kooperation ist natürlich auch, dass man quasi, man hat das Gemeinsame und dann manchmal muss man sozusagen über den eigenen Schatten springen und auch den einen oder anderen Punkt mitvertreten, der vielleicht nicht in meiner ureigensten Vorstellung mit dabei ist. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und für diese Art von Kooperationen ist der Zeitfaktor auch ein sehr wichtiger. Das geht quasi nicht so von heute auf morgen. Sie müssen Vertrauen aufbauen. Und da muss man sich ein bisschen gedulden quasi. Da muss man viel miteinander reden und kommunizieren. Da muss man das ein oder andere mal gemeinsam gemacht haben. Dann werden die Kooperationen tatsächlich stark. Und dann ist es tatsächlich so, dass man vieles bewirken kann. Zeit ist also ein wesentlicher Faktor beim Aufbau von Kooperationen. In der Praxis bedeutet das auch, dass man einfach sehr viel, man muss tatsächlich sehr viel reden miteinander. In welcher Form auch immer. Als Tipp bin ich auch gefragt worden im Vorfeld, würde ich so ganz pragmatisch und einfach sagen, es ist auch wichtig, bei den vielen Gesprächen mit vielen verschiedenen unterschiedlichen Menschen und Anliegen, dass man auch mal eine ungerade Zahl einfach gerade sein lassen kann. Ja. Man braucht also doch eine große Portion auch an Toleranz, beziehungsweise das Erkennen, dass dieses andere auch sehr, sehr spannend ist und dass man das auch einmal tun kann. Ganz wichtig in der Praxis ist auch Klarheit. Ich muss Klarheit über viele Dinge haben. Wer ist für was wirklich zuständig? Also Arbeitsgruppen, was darf die dann? Wie schaut eine Entscheidung aus? Wie ist die Entscheidung zustande gekommen? Wie lange gilt so eine Position auch? Welche Möglichkeiten habe ich wieder für Veränderungen? Und von wem wird was erledigt? Ja, und wie schon gesagt, sehr, sehr viel kommunizieren. In der Behindertenarbeit ist es so, dass wir tatsächlich nur mit einem breiten Zusammenschluss etwas bewegen können. Ups, und jetzt habe ich Ihnen noch die Kontaktdaten eingeblendet, wo Sie uns finden, auf unserer Homepage, aber auch in den sozialen Medien. Ja, danke schön. Ich habe mir schon sehr viele wichtige Punkte hier jetzt bei mir notiert. Eine Rückfrage erlaube ich mir jetzt noch. Sie haben gesagt, Sie haben 83 Organisationen als Mitglieder. Und Sie sagen, ganz wichtig ist das Miteinander reden. Jetzt ist meine Frage, wie schaffen Sie das denn, dass Sie mit 83 Mitgliederorganisationen, das sind ja noch gar nicht die Personen, die dahinter auch vertreten sind, so viel kommunizieren, damit Sie diese sozusagen auf Ihrem Weg auch immer wieder mitnehmen? Und wenn Sie sagen, dass 300 Menschen da in Arbeitsgruppen engagiert sind und mitarbeiten, das ist wirklich beachtlich. Also wie schaffen Sie das? Wir kommunizieren auf unterschiedlichen Wegen. Vielleicht auch noch bei uns ist das
auch noch eine zusätzliche Herausforderung, quasi, es braucht alles in barrierefreien Formaten. Wir haben zum Beispiel im Präsidium auch einen Vertreter der Menschen, einen Selbstvertreter sitzen, der Gruppe der Menschen mit Lernschwierigkeiten, um quasi, wir versuchen in all unseren Gruppen auch die verschiedensten Arten von Behinderungen abzudecken. Wir müssen immer natürlich Gebärdensprache organisieren. Also bei uns gibt es da eine vielfältige Vororganisation. Das ist einmal sehr wichtig. Und wie wir das schaffen, behindertenpolitische Anliegen sind quasi wirklich im Fokus für Menschen mit Behinderungen. Und ich glaube, deshalb ist das Engagement vielleicht dort oder da leichter zu erreichen. Wir haben immer quasi fixe Moderation in den Arbeitsgruppen und wir dokumentieren das auch alles und wir sind für diese Fragen offen und auch quasi sehr, wir gehen da sehr flexibel auf diese Themen ein. Und es gibt natürlich auch vieles, was für viele dann vielleicht gar nicht so interessant ist, aber es funktioniert ganz gut und ich glaube, es steht und fällt mit einer gewissen Kontinuität und mit einem gewissen Engagement. Und auch mit dem doch persönlichen Kennenlernen. Wir haben über 200 Delegierte, die sich alle 4 Jahre treffen. Und der Vorstand, der kommt quasi auf der einen Seite über Newsletter und es gibt Facebook-Aktivitäten, es gibt auf Twitter-Aktivitäten und persönlich zusammen. Und da werden auch die Grundsatzpositionen immer diskutiert und aufgenommen. Und ja, da gibt es Punkte, wo man längere Diskussionen braucht. Es gibt auch behindertenpolitische Punkte, wo man nicht so Einheit hat. Aber gleichzeitig gibt es ganz viele Themen, wo man sagt, ja, da ziehen wir an einen Strang und das forcieren wir dann. Das hört sich nach sehr, sehr viel Aufwand auch an, aber der lohnt sich vermutlich, damit auch tatsächlich die Meinung und das Wissen Ihrer Mitglieder, die Sie vertreten, auch sozusagen dann nach außen vertreten werden kann. Ja, vielen Dank. Ich wende mich an den Herrn Dr. Krones. Können Sie von uns von Ihren Erfahrungen in der Kooperation berichten? Und worin sehen denn Sie auch die Herausforderungen in Kooperationen? Und auch, wie haben Sie diese denn gelöst oder wie lösen Sie diese denn? Die werden ja auch laufend auftreten. Bevor ich auf Ihre Fragen eingehe, noch ganz kurz zu Porare Austria als Dachverband. Wir sind also, wie schon erwähnt, ein gemeinnütziger, österreichweit tätiger Verein, der sich als Dachverband sieht für Selbsthilfegruppen und Patientenorganisationen. Wir sind 2011 gegründet worden und haben 70 Mitglieder in etwa. Aber diese 70 Mitglieder bilden also nicht wirklich das Volumen ab an Personen, die wir eigentlich vertreten. Wir sind nämlich die Stimme von 400.000 Betroffenen in Österreich, also all jene, die mit der einen oder anderen seltenen Erkrankung kämpfen oder von dieser betroffen sind. Es gibt in etwa 6.000 bis 8.000 von den seltenen Erkrankungen. Und selten in diesem Zusammenhang bedeutet, dass weniger als 5 Personen von 10.000 von dieser Erkrankung betroffen sind. Und nimmt man das in Summe her, dann betrifft das in Österreich tatsächlich 400.000 Personen. Also etwa die Einwohnerzahl von Vorarlberg, wenn man sich das so vorstellen mag. Porare versteht sich als aktive Plattform und als Sprachrohr dieser Personen. Und kämpft letztendlich für die rechtliche Anerkennung dieser seltenen Erkrankungen und möchte auch diese und deren Besonderheiten im Fall im österreichischen Gesundheitswesen verankern und anerkennen lassen. Wir möchten die Diagnostik verbessern, wir möchten Forschung fördern und letztendlich unsere Mitglieder letztendlich vernetzen, also deren Interessen vertreten. Wir sind zum Teil auch Ansprechpartner für die öffentliche Hand, initiieren Projekte und so weiter. Also das ganz grob zu dem Hintergrund, aus dem wir kommen. Welche Erfahrungen haben wir jetzt im Bereich mit Kooperation und wo sehen wir die
Herausforderungen. Das Problem oder die Herausforderungen, die sich im Bereich von Kooperationen ergeben, sind ganz ähnlich, wie die Frau Sprengseis das schon erklärt hat. Das Um und Auf ist, dass man an einem Strang zieht. Wenn man sich in einer Kooperation zusammenschließt, hat ja jeder zunächst einmal seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Ziele, die darauf zurückzuführen sind, welche Interessen eben vertreten werden. Und sehen so natürlich in erster Linie seine eigenen Themen als das Wichtigste an. Damit man aber zu einer sinnvollen Kooperation gelangen kann, und auch das hat die Frau Sprengseis schon gesagt, muss man einmal ein ungerades Zeug gerade sein lassen. Man muss Kompromisse eingehen können und das ist mit Sicherheit das Wichtigste, was man im Bereich der Lösungskompetenz da mitbringen muss. Es muss ein bisschen flexibel sein. Das hat schon fast politische, einen politischen Geschmack. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man mit Herzblut versucht, etwas durchzubringen oder sich für was zu engagieren. Und man sieht, dass das im Großen und Ganzen nicht so einfach ist, weil die Kooperation, zu der man sich entschlossen hat, und zwar aufgrund der Tatsache, dass man ein größeres Gewicht bekommt, dass man in dieser Kooperation jetzt auch Abstriche machen muss. Aber umso wichtiger ist es, und jetzt komme ich zu einem der Lösungsansätze, umso wichtiger ist es, dass man diese Ziele, die man gemeinsam dann vertritt, klar definiert. Und auch das hat mir die Frau Sprengseis schon vorweggenommen. Das ist ganz klar zu kommunizieren auch. Was sind unsere Ziele? Und zu diesem Weg oder um diesen Weg auch nachvollziehbar zu gestalten, auch für die Leute, die man dann vertritt, muss es ganz klar und transparent ablaufen. Wenn ich jetzt in einer großen Öffentlichkeit etwas vertrete, muss das auch den von mir Vertretenen klar sein, ein Moment, das ist jetzt etwas, das als Zugeständnis auch zu verstehen ist und nicht, der fällt mir da in den Rücken oder so irgendwie. Also das ist, ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Ziele für sich zu definieren, auch aufzuschreiben, transparent zu machen und ganz wichtig, kommunizieren. Wenn es ein Problem in dieser Welt gibt, dann ist es die Kommunikation. Also ich bin überzeugt davon, das ist das große Um und Auf. Einerseits, weil wir Gedanken formulieren und schon eine Idee davon im Kopf haben. Und wenn man dann einen anderen Gedankenzug hört, dann sieht man das aus seiner Sicht. Und das kann oft ein Problem sein und zu wahnsinnig großen Missverständnissen führen. Und das ist, also wer da ein Gefühl für Kommunikation besitzt, kann alles erreichen, glaube ich. Also das ist ganz wichtig. Dazu kommt, und jetzt auf persönlicher Ebene, dass man in diesen Gesprächen, in diesen Kooperationen, dem Gegenüber und dem eigentlich Miteinander Wertschätzung und Interesse zeigt. Es ist einer kooperativen Sache nicht dienlich, wenn man sie für diese Kooperation trifft, gemeinsame Ziele bespricht und dann seine Ziele einbringt und geht. Das so funktioniert, denke ich, diese Kooperation oder Kooperationen im Prinzip nicht. Und es ist ja wichtig, den anderen zu hören und also auch dieses Interesse zu bekunden. Denn letztendlich vertritt man dann eine gemeinsame Position und muss diese ja auch gegenüber oder nach außen hin und gegenüber den eigenen Mitgliedern vertreten können. Das wären so meine ersten Ideen zu Erfahrungen und Kooperationen, die wir haben. Ich könnte jetzt noch weiterführen in Richtung Tipps für Zuseherinnen und Zuseher, außer wir wollen das in einer zweiten Aktion nachschalten. Vielen herzlichen Dank. Auch hier habe ich wieder viele wichtige Punkte für mich notiert.
Zu den Tipps kommen wir am Schluss in der letzten Runde. Vorher möchte ich Sie noch fragen, also eine Frage an Sie beide. Sie haben es ja schon gesagt, Ihre Mitglieder haben verschiedene Interessen, auch verschiedene Ziele, verschiedene Anliegen. Es geht auch um sehr persönliche Themen, auch bei Ihren Mitgliedern und oftmals vielleicht auch in Konkurrenz zueinander. Und trotzdem ist diese Kooperation so wichtig. Und jetzt noch einmal die Frage, worin sehen Sie denn die Chance für die Selbsthilfe, wenn Sie hier gute Kooperationen schaffen, eingehen, gerade wenn es darum geht, die gemeinsamen Anliegen nach außen zu vertreten? Also warum ist es so wichtig? Es ist deshalb so wichtig, weil man nur über Masse wirken kann. Ich denke, zum Beispiel, also jetzt nur ein Beispiel, der Bereich der seltenen Erkrankungen betrifft in Österreich 400.000 Personen. Im gewissen Maße gibt es Überschneidungen, aber auch Personen, die so zusätzlich zu sehen sind zu diesen 1,4 Millionen, die die Frau Sprengseis erwähnt hat. Gibt es hier eine Kooperation zum Beispiel, dann kann ich gegenüber den offiziellen Stellen mit viel mehr Gewicht, weil mit viel mehr Stimmen, ein Gespräch führen, als es uns als Selbsthilfeorganisation im Bereich der seltenen Erkrankungen und noch viel mehr gelingen würde, als gegenüber einem einzelnen Verein, der vielleicht nur aus einer einzelnen Person besteht oder aus 20. Die finden also einerseits nicht die Möglichkeit, mit den Ministerien zu sprechen. Sie werden keine Valenzen frei haben, um sich in den Beiräten zu engagieren. Ich denke, die Notwendigkeit, sich hier auf zusammenzutun, besteht also einerseits darin, oder ergibt sich einerseits aus der Tatsache, dass wir mit einer höheren Anzahl von Personen viel, viel mehr Rückendeckung haben, was unser Gewicht betrifft. Und zweitens können wir Synergien nutzen einerseits oder uns da und dort ergänzen, wo der jeweilige Kooperationspartner eben ganz besonders gut aufgestellt ist. Das sind, glaube ich, zwei Dinge, die eine Kooperation zu einem sogenannten No-Brainer machen. Also da brauche ich nicht viel, da brauche ich mir nicht viel zusätzlich überlegen. Das ist ganz klar, je mehr Menschen ich vertrete, desto besser werde ich gehört, desto höher ist auch mein Auftrag und desto höher ist auch die Notwendigkeit des Gegenüber, zum Beispiel die Ministerien, die Regierung, wie auch immer, desto höher ist auch die Notwendigkeit unseres Gegenüber, darauf einzugehen, weil es letztendlich eine ganz, ganz große Anzahl an Personen betrifft. Ja, den kann ich nur zustimmen. Also in der Kooperation wird man tatsächlich stärker, weil man sich besser Gehör verschaffen kann, sich besser durchsetzen kann und die Anliegen auch zielgerichteter dann formulieren kann. Und in unserer Welt, die vielleicht ein bisschen zerflieselt aufgrund von der Digitalisierung und so weiter, ist es umso wichtiger. Es braucht aber tatsächlich auch ein großes Vertrauen. Ja. Hier bei unserer Arbeit zum Beispiel die Menschenrechte, die UN-Behindertenrechtskonvention, das Ziel der Würde von jedem einzelnen Menschen, das ist so ein verbindendes Element natürlich auch, dass sie da tatsächlich alles, also sozusagen an Anliegen auch drunter finden. Und wenn es sehr schwierig wird bei Diskussionen, dann muss man sich immer wieder auf dieses Gemeinsame auch quasi besinnen. Nicht? Sozusagen, woran erkenne ich? Ich erkenne sofort, wenn ich wo eine Situation beobachte, mitkriege, wann das eine unwürdige Geschichte ist. Ja? Und auf so einer Basis kann man sich dann bewegen. Ja? Und das, denke ich mir, ist für die Kooperation also wichtig. Und bei uns ist es schon auch immer so, natürlich, es braucht jeder unter Anführungszeichen auch mal die Möglichkeit der Bühne. Ja? Also
Und dieses auch mal gehört werden, dieses gesehen werden und so ist auch schon ein wesentliches Element. Ich glaube, das, wenn man in Kooperativen arbeitet, ist das ganz wichtig, ja, dass da auch der Raum geschaffen wird, dass das vorhanden ist. Und dann halt quasi auch das Vertrauen, okay, ich gebe dir das mit und du darfst das jetzt vertreten und dann muss das auch in irgendeiner Art und Weise zurückkommen. Es ist schon auch eine, sagen wir mal, herausfordernde Arbeit, in Kooperativen zu arbeiten. Aber in Summe, von den Ergebnissen her, bringt das natürlich für viele viel mehr. Vielen Dank. Und ich denke mir, es ist ja auch spannender, als die Dinge immer allein zu machen. Ja. So, haben Sie sicher recht. Aber das setzt auch voraus, dass man da ein relativ offener Mensch ist. Nicht? Also so ein bisschen eine Neugierde. Wie macht denn ihr das? Wie löst es denn ihr das? Was sind da eure Vorstellungen? Die braucht man dann auch dazu. Genau. Und damit kommen wir jetzt zur Frage der Tipps für unsere Zuseherinnen. Also wenn die Zuseherinnen vielleicht schon länger daran denken, jetzt eine Kooperation einzugehen oder glauben, das wäre wichtig, dass wir das tun, oder vielleicht auch jetzt gerade auf die Idee kommen, dass das wichtig wäre, worauf sollten sie achten und worauf sollten sie jedenfalls auch nicht vergessen? Ja, worauf sollte man bei einer Kooperation achten? Ich denke, es ist gut, sich das genau anzusehen, wie sind die Basiswerte von einer Organisation, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite sozusagen, was will ich erreichen, mir das zu überlegen und deckt sich das und wie kann das gemeinsam gehen. Und dann Kontakt aufnehmen, schauen, wie wäre ich da aufgenommen und wie sind meine Möglichkeiten, mich tatsächlich einzubringen. Herr Kroneis, haben Sie auch einen Tipp? Ja, ich denke, wenn jemand sich persönlich mit dem Gedanken trägt, eine Kooperation zu starten, dann ist ein guter Rat vielleicht, mit einem guten, freundlichen, persönlichen Gespräch zu starten, über Telefon oder, wenn es sich nicht anders machen lässt, über Videotelefonie. Ganz wichtig, denke ich, ist dabei, dass man sich ein Konzept vorher überlegt, wenn man in dieses Gespräch geht und das Konzept dann als Anliegen vorbringt. Also zum Beispiel, skizzieren Sie kurz in 2 bis 5 Sätzen, worum geht's? Wo ist der aktuelle Handlungsbedarf? Was benötige ich? Habe ich kein Büro und kann irgendwo ein Büro mitnutzen? Geht's um Ansprechpersonen im Krankenhaus? Keine Ahnung, wie man Hilfe bekommt bei der Antragstellung. Also diese Dinge sind wichtig zu formulieren. Vielleicht schauen Sie auch, ob es Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen und dem künftigen Gesprächspartner gibt. Oder im besten Fall ergänzen Sie sich vielleicht da und dort, weisen Sie ruhig darauf hin. Das bedeutet aber, dass man sich im Vorfeld wieder kundig machen soll. Was kann dieser künftige Kooperationspartner? Was bietet er an? Vielleicht können Sie sich dann sogar leicht einbringen. Was könnte dieser Kooperationspartner benötigen, das sogar Sie mitbringen? Vergessen Sie nicht, Sie sind Experte in einem ganz bestimmten Bereich. Ganz wichtig ist aber auf alle Fälle nicht herumschwafeln, kein Drumherumreden, sondern möglichst faktenbasiert dieses Gespräch führen. Kompetenz schafft immer Vertrauen. Wenn Sie mit einem Gegenüber sprechen und der merkt, dass Sie sich in dem Gebiet auskennen, ist es ein ganz anderer Zugang, als wenn Sie zum Beispiel zu schnell wo anrufen und sagen, ich würde gerne eine Kooperation mit Ihnen eingehen. Und dann kommt die Frage, ja, wie stellen Sie sich das vor? Und Sie sind nicht darauf vorbereitet. Vieles kann man hier im Vorfeld leisten. Das ist umso wichtiger, wenn man zu Nervosität neigt. Nervosität ist überhaupt kein Thema. Jeder ist irgendwann einmal nervös. Aber wenn das Gegenüber merkt, dass man inhaltlich was zu sagen hat, dann ist Nervosität kein Thema, dann ist Stottern kein Thema, das ist überhaupt kein Thema. Weil man sieht, dass man im Kern sich darauf vorbereitet hat. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Also dieses Konzept ist wichtig.
um zu diesen Informationen zu kommen, können Sie zum Beispiel auf der Homepage Ihres künftigen Kooperationspartners nachschauen. Vielleicht gibt es dort schon einen Kontakt, den Sie dafür nutzen können oder zumindest ein Sekretariat. Ganz wichtig, denke ich, ist Ehrlichkeit in diesem Zusammenhang. Ehrlichkeit schafft Vertrauen und zugleich in diesem Zusammenhang keine leeren Versprechungen machen. Also nicht, weil man unbedingt diese Kooperation haben will, dann zu sagen, ja, kann ich alles, mache ich alles. Und zwar aus einem ganz wichtigen Punkt, der sehr oft übersehen wird. Sie kennen vielleicht alle die Situation, es ist Elternabend in der Schule oder im Kindergarten und dann braucht es Elternvertreter, die sich melden müssen, um heute halt im Elternverein irgendwas zu tun. Und ganz oft ist es so, dass es eigentlich keiner tun will. Und jetzt hinkt der Vergleich ein bisschen, aber es ist in der Selbsthilfe auch so, dass wenige Leute viel Arbeit machen. Die ehrenamtliche Arbeit bleibt eben oft an wenigen hängen, obwohl wir ein Land der Vereine sind. Ja. Aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, denken Sie an Ihre Ressourcen. Suchen Sie sich am besten gleich von Anfang an eine Mitstreiterin, einen Mitstreiter. Versuchen Sie nicht alles allein bewältigen zu wollen. Sie können die Welt allein nicht retten. Holen Sie sich von Anfang an mehrere Leute ins Boot. Das hat also auch den Vorteil, dass Sie Entscheidungen nicht mit sich selbst treffen müssen. Sie können das diskutieren mit jemandem. Das nimmt Druck von den eigenen Schultern und vor allem, es schont ihre Ressourcen. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen das immer wieder, auch auf internationaler Ebene, dass ein Hängen oder das Herzblut, das Leute mitbringen und in diesem Bereich sich einbringen, weil sie ein großes Anliegen haben, weil ihre Kinder betroffen sind, weil es keine Organisation gibt und sich extrem engagieren, dass die im sozialen Umfeld ganz, ganz großen Widerstand zum Teil erleben, weil möglicherweise auch Beziehungen in die Brüche gehen dadurch. Es mag man vielleicht nicht gar so hören, aber es ist ganz wichtig, darauf zu achten, dass man selber ressourcenschonend arbeitet. Denn das Wichtigste letztendlich ist, dass man seine Arbeit so plant, dass sie nachhaltig wird. Es hilft niemandem etwas, wenn man ein halbes Jahr voll einhackelt und dann ist man im Burnout und dann stirbt die ganze Geschichte wieder. Das wäre das Unklügste, was man tun kann. Also holen Sie jemanden mit ins Boot, teilen Sie die Arbeit auf. Wenn Arbeit aufteilen nicht zu Ihrem Wortschatz gehört, dann sofort bitte einplanen. Das, denke ich, ist ganz generell zu sagen, wenn es darum geht, mit einem anderen Selbsthilfeverein zu kooperieren, sollte man vielleicht bedenken, dass es dort spezielle Bedürfnisse gibt, Handicaps, Eigenheiten, Schwerpunkte, die man nicht vergessen sollte, auf die man nicht vergessen sollte. Das ist als gemeinsame Wertschätzung einerseits natürlich zu sehen, aber andererseits auch erleichtert es die Kommunikation, wenn man etwa mit Vertretern von Vereinen spricht, die jemanden schlecht verstehen oder die Schwierigkeiten mit den Augen haben, muss man auf das einfach vorbereitet sein und das Gespräch auch dementsprechend anpassen und führen. Letztendlich ist, wie gesagt, Kommunikation alles. Je besser die Vorbereitung, desto besser wird das Gespräch funktionieren, dieses Erstgespräch. Und beim Erstgespräch, genauso wichtig wie die Information zu transportieren, was will ich, ist es zuzuhören und tatsächlich Interesse auch für den anderen, für den künftigen Kooperationspartner mitbringen. Danke sehr. Da war jetzt auch noch eine Warnung dabei und wir wissen auch aus der Selbsthilfe, dass tatsächlich oft nicht so sehr auf die eigenen Ressourcen geachtet wird. Insofern ein sehr wichtiger Punkt hier. So, wir sind bereits jetzt am Ende
unsere Diskussion für heute. Sie haben hier sehr viele sehr wichtige Punkte angesprochen. In einer ganz kurzen abschließenden Runde möchte ich Sie noch einmal einladen. Was ist die wichtigste Message des heutigen Tages hier? Nur eine wichtigste Message. Wird nicht leicht sein jetzt, nehme ich an, aber... Die wichtigste Message ist, und ich glaube, das ist auch eine Forderung der Selbsthilfebewegung, die Augenhöhe, sich quasi auf Augenhöhe zu begegnen in der Kooperation. Und ich denke, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil da glaubt man, man hat schon die Lösung für die andere Person und so weiter, sondern sich das immer wieder vor Augen zu rufen quasi, dass wir hier gemeinsam, und die Gemeinsamkeit entsteht durch auf gemeinsamer Augenhöhe, sich wertschätzen, steckt ja da dahinter, die Würde im Vordergrund zu haben, dass man da weiterkommt und vieles weiterbringen kann, auch für diejenigen, die vielleicht nicht so proaktiv sind. Das ist auch ein wichtiger Gedanke. Herr Kroneis, haben Sie noch ein wichtigstes, das wichtigste Thema für Sie? Mindestens gleich wichtig wie das, was die Frau Sprengseis angesprochen hat, ist die Tatsache, dass man kooperieren soll. Tun Sie es, machen Sie es. Werden Sie Teil von dem System der Selbsthilfe. Sich selbst helfen heißt nicht nur sich selbst helfen, sondern auch anderen helfen. Damit vermehren Sie die Zahl derer, die dafür eintreten. Und wir wissen, jede Stimme zählt, jede Stimme hat Gewicht. Und je mehr Stimmen wir vereinen hinter uns, desto größer ist die Chance, dass wir tatsächlich was verändern können. Als kurzer Abschweif in die seltenen Erkrankungen, ja, da gibt es pro Verein nur ganz wenige. Aber in Summe sind wir einfach so viel, dass wir was bewegen können. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Einbringen, den ersten Schritt und auch die Reise nach Rom oder in Ihr Urlaubsziel beginnt mit dem ersten Schritt. Und damit ist es schon getan. Okay. Ja, vielen herzlichen Dank. Es war wirklich sehr spannend, sehr interessant. So viele wichtige Punkte. Wir werden das zusammenführen und dann auch sozusagen mit Untertiteln, dass man das auch noch einmal gut mitlesen kann, zur Verfügung stellen, weil es auch leichter ist, weil es wirklich viele Punkte waren. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Frau Doktorin Sprengseis und Herr Dr. Kroneis, für die interessante Diskussion, dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben und Ihre Erfahrungen auch mit uns geteilt haben. Ich bedanke mich auch bei meiner Kollegin Renate Heiden für die ganze Organisation und Vorbereitung. Ich bedanke mich bei der Agentur Evotion und bei Face2Face für die Begleitung und für die tolle Umsetzung. Und natürlich bei der österreichischen Sozialversicherung und dem Fonds Gesundes Österreich für die Unterstützung. Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zusehern, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben und bisher auch zugesehen haben. Ich hoffe, wir haben Interesse geweckt und Sie lernen aus dem Ganzen und gehen es an, die Kooperation. Werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Website www.uikus.at. Dort werden Sie viele verschiedene Videos zu unterschiedlichen Themen finden, die wir nach und nach zur Verfügung stellen. Sie können sich auch für unseren Newsletter anmelden, dann können wir Sie auf dem Laufenden halten. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.